geht's gleich los. Vom 6. bis 9. September, also nächste Woche, geht es dann um den Weltmeistertitel im Cross Country. Vielleicht ein bisschen unangenehm ist, hier über den Matsch zu laufen, ist es natürlich aus sportlicher Sicht eine super interessante Sache für alle Zuschauer. Weltcup-Sieger aus dem Jahr 2000, Berlin, und dann kommt sie, jawohl, laufendes Band bei Schneller auf den Zwischen.
Auf Elisabeth, dann auf geht's. Super. So, mit der 27 die Lena Merle. Ja, ich bin auch hier. Ich kann mich auch hier. Fahren. Vorleiten aus hier. Und hier kommt es. Nummer 3. Die Kollegin von Sabine Spitz wird hier sensationell beim Damen-Mountainbike-Rennen dabei sind. Und zwar bei schönstem Wetter. Also Wahnsinn, wieder die Alpstädter. Die sind halt einfach wetterfest. Und hier kommen unsere Das ist ja anders, ja.
Ja, also genauso. So, dann warten wir auf Silke Spitt vom Nonbuchsbilliger DETV. Dann sechstplatzierte, wenn sie dann kommt. Jetzt sehen wir erstmal Nathalie Schneider. Auf geht's, Nathalie aus der Schweiz! Ja, gestern hat sie unser Short-Range-Bau bei der 5-Partei-Spiel gewonnen. Wir warten auf Rang Nummer 7. Also, Silke Schmidt ist es auf jeden Fall bisher. Die ist jetzt nach hinten gereicht worden. Vielleicht ist sie nochmal gestürzt. Das kann ja hier immer passieren. Das haben Sie ja gerade gesehen. So was passiert immer kurz vorm Ziel. Hier kommt die 33 ins Ziel. Und hier kommt Silke Schmidt. Das ist Rang 7. Unter Platz, auf Platz 6 zu finden, oben Hammer, Wullen, Downhill und Uphill, Brüder Gartenbein oder aber auch Elisabeth Brandau, die zweimalige deutsche Meisterin in diesem Jahr, also sie ist eigentlich schon dreimalige deutsche Meisterin, viermalige sogar deutsche Meisterin, aber diesmal hat sie den Marathon-Titel gewonnen in Singen und den Sprint-Titel in Kirchzarten, neue Disziplin. Also Lisa Brandau, die ist einen Platz dahinter, das heißt Corinna Gartenbein, die müsste jetzt auf Platz 8 kommen. Theresa Schwenk ist übrigens ebenfalls im Ziel in der 19. Kategorie. Ich habe mich jetzt verschlagen. Hier gibt es Applaus für Helle Grober, die deutsche 23 Meisterin. Wahnsinn, super. Antonio, mira.
Wir können leider hier heute nicht am Start sein, wegen anderer Pressetermine, aber der wird Action, alles quetschen, Action, Jackson, lasst uns testen. Immer nach vorne, der Pferd hier, war Sand nach unten. Jetzt die Fußvariante und jetzt kommt es. Nein, das ist der Lukas, der ist jetzt da vorne gefahren, sein Bruder, jetzt kommt der Matthias. Matthias und Lukas, die beiden Flüchtlinger. Kommt mein Pferd zu. Aus der Schweiz! Also, da ist ein Fahrer, Kubik, Schien 2 also. Und jetzt schauen Sie mal, was Sie für einen Vorsprung rausgefahren haben. Wahnsinn! Absolut, absolut. Und der nächste, das ist Julia Tschüssi! Der französische Meister, Doppel Olympiasieger, ganz viel Pech gehabt. In London, hinter durch einen Applaus, wer sind die Zuschauer? Julia Mani, komm, Junge! Mani, los! Wow! Auf jetzt der Junge! 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 Marco! Komm, du, auf geht's! Marco, los! Auf jetzt der Junge! Auf jetzt der Junge! Der ist ja auch Kurzkarte, dann schütze dich! Super Großmeister aus Italien, der kann sowas. Und Rudi von uns, auch Olympiateilnehmer. Und der Vize-Europameister ist das. Das ist Sergio Montingo, Gutierrez. Und dann der sechste Olympische Spiele dahinter. Das ist Dalle Flömer und Emil Winkel, der schwedische Meister. Ich sag's, und Trikots verlieren. Auf geht's, komm Jochen, auf geht's Jochen. Komm, wieder. Hopp, hopp, hopp. Super. Ja, los, los, los. Das ist viele, da war ich nicht so. Die Schule, ja, ja. Komm, Schule. Auf die Schule. Auf die Schule, auf die Schule. Auf das ist ein bisschen los, 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 los,
Skirücke hier hinüber rennen zu fahren. Und hier gibt es weiter Applaus. Also Alter, du musst natürlich weiter klatschen. Factory
Racing Team. Rang Nummer 3 geht an die Olympia 6, an die ehemalige Weltmeisterin U23, Alexandra Engen. Wo ist die Alexandra? Wissi, weißt du, wo die Teamkollegin ist? Alexandra. Da kommt sie gesprintet. Ihr müsst ein bisschen Platz machen, dass sie durchkommt. Hey, 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 auf geht's. Ja, das ist eine Tortur. Hier anderthalb Stunden und dann noch eine Siegerehrung. Und sie hat noch Gummistiefel an. Das verstehe ich jetzt gar nicht, warum sie Gummistiefel anhat. Verstehen Sie das? Vielleicht kann man ihr helfen. Ich habe noch nie geklatscht, weil jemand seine Schuhe angezogen hat. Also nochmal einen Applaus für die Alexandra Engen. Sie versteht übrigens perfekt Deutsch. Und jetzt kommt sie. Es hat sich ja so ein bisschen abgewechselt. Ich war im Bullhotel. Einmal ist die Sabine auf die Nase gefallen, dann war die Jolie vorne, dann ist Jolie auf die Nase gefallen, dann war Sabine vorne. Hier ist die amtierende Olympiasiegerin aus Frankreich von PFBH, Santour. Welcome on stage, Julie Bresse! Seit es die Gonzalka Mountainbike Classic gegeben hat, hat es jemand geschafft, hat es eine geschafft, schneller zu sein als sie. Sie hat die Bronzemedaille geholt, 2004 bei den Olympischen Spielen, 2008 den Olympiasieg und 2012 die Silbermedaille. Zigfache deutsche Meisterin, Weltmeisterin und. Hier kommt sie, Sabine Spitzplatz! Ihr Highbike. Und das ist übrigens das Original Olympiarad, mit dem ist sie nicht gefahren heute. Das hat sie heute wieder zurückgekriegt von der Eurobike. Zeigt es hier in Albstadt. Mit diesem Rad hat sie sich die Silbermedaille geholt. Quasi einmal gefahren. Und so wie ich die Sabine kenne, nie wieder. Das wird ausgestellt. Da gibt es natürlich Blumen, Pokal. Halt, erst haben wir die Nationalhymne natürlich. Für die Siegerin, zu Ehren von Sabine Spitz, die deutsche Nationalhymne. Es gibt Bilder, die muss man nicht mehr kommentieren. So, jetzt hat der Ralf mir gleich mal eine eingeschenkt. Er ist nämlich das zweite Mal in Albstadt. Beim ersten Mal war er Elfter. Nein, ja, guck, er will jetzt schon wieder gehen. Du willst noch mal eins abholen. Auf Rang Nummer 4, wieder ein Schweizer vom Rabobank Giant Offroad Team. Der Sieger des Sprints, des Short Race, präsentiert von der Volksbank Taipien, Fabian Giegel! Wir kommen zum Drittplatzierten. Der war Doppel-Olympiasieger. Oder ist, das wird man nämlich und bleibt man für immer, Weltmeister. Mehrere Jahre den Weltcup gewonnen. Zigmal französischer Meister. Sieger 2007 in Albstadt. Hier kommt Julien Absalon. Julien, einmal
einmal. Da ist er verletzt gewesen. Einmal hat er den Grund mitgebracht, er hat nämlich seine Frau in der Nacht zur Gonzo Classic entbunden. Und das haben wir entschuldigt, auf jeden Fall. Jetzt hat er den Grund dabei. Also, der Drittplatzierte. Wir kommen zum Zweitplatzierten und der kommt aus der Schweiz vom Track World Racing Team. Jahrgang 88, somit der Jüngste unter den Top 5 hier. Einen Mega-Applaus für Matthias Flückiger. Meine Kollege, der Oliver Lohr, der oben war und kommentiert hat, da war der Matthias ganz vorne. Und wir kommen jetzt zum Sieger. Der war hier ebenfalls auch schon auf dem Podium. Kommt vom Black World Racing Team. Einen Mega-Applaus für Lukas Flückiger, der Bruder. Er bringt seinen Mark mit. So, ganz wichtig, dass ihr nachher euch in das goldene Buch eintragt hier der Stadt. Aber jetzt gibt es erstmal die Blumen und die Schweizer Nationalhymne für Lukas Flückiger.